Ja, liebe Gäste, den Mann, den ich Ihnen jetzt ankündigen darf, der hat eine wahrlich bunte Vita vorzuweisen. Manche sehen in ihm das Enfant terrible, den Paradiesvogel der internationalen bekannten Kaufmannsfamilie, aus der er stammt. Andere erleben ihn als Menschen, der sich einfach nicht verbiegen lässt, der immer das macht, was er wirklich machen will. Von Beginn an gehörte er auch zu den Sponsoren des ursprünglich als Protestaktion gegen die Vattenfall-Lesetage initiierten Kulturevents Lesen ohne Atomstrom. Vor einigen Tagen gab er dazu übrigens ein bemerkenswertes Interview an der Seite des Sprechers der Roten Flora. In dem Haus am Schulterblatt, das vielleicht der eine oder andere hier im Raum womöglich gern abreißen lassen würde, ist er gern gesehener Gast. Und das längst nicht erst, seit er an den friedlichen Protesten zur G20 teilnahm. Dass er als Umweltaktivist naturverbunden ist, beweist er in jederlei Hinsicht. So hat er seine Lebensgefährtin tief im australischen Dschungel entdeckt. Wir freuen uns sehr, dass er heute Abend unser Gastredner ist. Und heißen Sie nun herzlich willkommen, Frank Otto. Hatte ganz schön hoch gehängt. Ja, liebe Carola Veit, ich darf dich so ansprechen, weil wir uns ja im Stiftungsrat des Kulturpalasts längst duzen. Liebe Gäste, hier fällt es mir natürlich ganz leicht, was hier schon angeklungen ist, mich dazu bekennen, dass ich Fan des FC St. Pauli bin, was hier ja um die Ecke ist und dass ich auch versuche, möglichst viele Heimspiele wahrzunehmen. Und dann stehe ich da mit allen und besinge unsere Stadionhymne oder Vereinshymne, wie man das nennen mag. Und immer wenn diese Zeile kommt, die Hans Albers da reingedichtet hat, der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleitet das Schiff in die Ferne hinaus, dann werden so Kindheitserinnerungen bei mir wach, wo hier auf der Reeperbahn noch die Matrosen in ihren schicken Uniformen langgezogen sind. Und man stellt fest, meine Güte, hat sich die Welt verändert. Ja, wenn jetzt im Schwarzwald oder in Thüringen oder sonst wo in Deutschland jemand nach Bananen greift, dann denkt der ja gar nicht darüber nach, wie die überhaupt zu ihm gelangt sind. Ja, aber hier in Hamburg sehen wir jeden Tag, wie Waren, also alles Dingliche, was man kaufen kann, ja, fast alles, ist auf dem Seewege hierher gekommen und wir sehen das jeden Tag und wir sehen diese Aktivitäten. Wir sehen sogar noch viel mehr, wenn ich an die Wirtschaftskrise zurückdenke. Als sich die Container alle so im Hafen türmten, da war man wirklich sich der Globalisierung ja total bewusst, weil es wurde sozusagen Wohl und Wehe der Weltwirtschaft optisch inszeniert. Das war nicht beabsichtigt, aber man konnte es sehen. Nicht nur diese Aspekte des Globalen kann man in Hamburg sehen, auch die Folgen von globalen Problemen kann man in Hamburg besichtigen. Wenn ich beispielsweise in mein Büro in der Hafen City gehe, das ist ein Altbau, dann ist es, wenn ich von der Straßenseite in das Gebäude komme, betrete ich das Gebäude im ersten Stock, weil die Hafen City höher gelegt worden ist. Das ist sozusagen ja voraussichtlich vorweggenommener Klimaschutz, der Architekturform annimmt. Und zum Thema Klima hat Hamburg mehrere bedeutende Einrichtungen. Eine nenne ich jetzt mal, das ist diese riesige Datenbank von Klimadaten, die wir hier in Hamburg haben, die auf Superrechnern vorgeführt werden. Da gehen Schulklassen hin, da gehen Interessenverbände hin aller Art und lassen sich die Horrorszenarien, aber auch die Hoffnungsszenarien unserer Zukunft dort visualisieren. Das sage ich mal, ich beneide jetzt, hier sind ja einige zahlreiche Abgeordnete hier, wenn die Bürgerschaft hier wieder eine Deicherhöhung beschließt, das ist dann ein Vierzeiler, wenn es hochkommt, ein Vierzeiler. Ja. Und wenn man mal auf die Welt guckt, denkt man, diese Voraussicht, die ist leider nicht überall zu sehen und eigentlich wird das gar nicht genug gewürdigt, dass wir da so weit vorausdenken. Gestern saß ich in einer Runde, wir waren 20 Leute, das war der Beirat der Hamburger Klimawoche, das ist auch so ein Unikum, wo Klimathemen sichtbar werden.
und kann versprechen, das jährt sich nämlich diesen September zum 10. Mal, dass wir dieses Jahr sehr viel mehr Aufmerksamkeit erregen werden, als das in den vergangenen 9 Jahren der Fall war. Und das Besondere eigentlich an dieser Veranstaltung ist, dass es außer in New York eigentlich nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt gibt, wo so etwas fürs Publikum thematisiert wird. Ja, da bin ich eigentlich schon in der Weltpolitik. Nehmen wir mal die unterschiedlichen Bundesregierungen, die wir seit 1988 der Gründung des Weltklimarats hatten, die vielen 10 Verhandlungen. Die positive Rolle, die Deutschland auch dabei geführt hat, dass es zu dem Pariser Abkommen überhaupt gekommen ist. Und nach diesem Abkommen kam der Hartmut Grassel auf mich zu, das ist der Vorstandsvorsitzende vom Verband der deutschen Wissenschaft, und sagte: Die deutschen Politiker haben noch gar nicht begriffen, was sie da gerade beschlossen haben. Da habe ich gedacht, naja, der übertreibt so ein bisschen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich glaube, allen ging es so, dass wir das als ein sehr positives Signal wahrgenommen haben und große Hoffnung darauf gesetzt haben. Aber ausgerechnet ab dem Zeitpunkt, und das sagt man jetzt zurückschauend, geht auch in Deutschland der CO2-Ausstoß wieder nach oben. Wie kann das sein, obwohl ja trotzdem der Anteil erneuerbarer Energien in unserem Strommix auch weiter wächst? Ja, der Hamburger Beitrag nennt sich Moorburg, was 2014 in Kraft getreten ist und mit 8,5 Millionen Tonnen jährlich zum CO2-Ausstoß beiträgt. CO2 ist ja so ein Stoff, da sage ich Ihnen, glaube ich, nichts Neues. Es bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre, wenn es richtig hoch steigt, sogar Jahrtausende. Es kumuliert sich, das heißt, es baut sich aufeinander auf. Und wir wissen, dass das arktische Meereis, das ist uns ja am nächsten, in der Zeit, also der CO2-Ausstoß hat sich seit 2000 verdoppelt, das Meereis hat sich um 44% zurückgezogen. Im letzten Jahr kam die Meldung im März, dass auch in der Antarktis die geringste Ausdehnung seit Satellitenmessung festgestellt worden ist. Das heißt, die Polkappen schmelzen ab. Und das hat natürlich da braucht man keinen Physik studieren, auch eine Bedeutung, weil das ist so eine Art Turbolader für die Klimaerwärmung, weil natürlich je weniger Eisflächen wir haben, umso weniger Sonnenlicht wird zurück ins Weltall reflektiert, sondern die Abnahme von Eisflächen führt dazu, dass sich die Erderwärmung beschleunigt. Das alles klingt schon nicht schön und nicht sinnvoll, wenn man sich dann noch überlegt, wie viele Flächen es gibt, die von der Sonne beschienen werden beispielsweise, die nicht genutzt wird, um diese Ressource in Strom zu verwandeln, dann verschiebt sich die Bilanz eigentlich nochmal dramatisch, weil dann sehen wir verschwenden die eine Ressource und die andere Ressource verschwenden wir auch, weil die Sonne, die gestern geschienen hat, die können wir heute nicht mehr nutzen. Richtig trottelig, finde ich, sehen wir aus, wenn man dann mal im Internet googelt, wie das mit den Subventionen aussieht und man stellt fest, 46 Milliarden wendet die Bundesrepublik dafür auf, fossile Rohstoffe zu verbrennen an Subventionen. Und der Schwenk auf die erneuerbare Energie, der wird auf den Strompreis obendrauf gelegt. Also das ist, finde ich, nach all den unlogischen Entscheidungen, die vorher schon getroffen sind, dann nochmal die allerunlogischste. Ich habe hier auf dem Spielbudenplatz 2006 eine Aufführung gehabt, die nannte sich Trip Remix Your Experience. 2007 ist das auch das ganze Jahr noch im Planetarium dann als Medieninstallation gezeigt worden. Es war so ein Multimedia-Werk und diese Begrifflichkeit Remix Your Experience, die hatten wir natürlich für den
Konsumenten und Betrachter und Zuhörer des Projekts gewählt. Aber es hat auch dazu geführt, dass bei mir sich eine Weltsicht verändert hat, weil ich hatte eine Weltsicht, die, glaube ich, viele von uns haben, die zumindest meiner Generation angehören. Wir sehen einen blauen Planeten vor diesem schwarzen All-Hintergrund. Und das ist ein Bild, das hat sich uns allen eingeprägt mit einer gewissen Begeisterung für Raumfahrt. Vielleicht für das Trip-Projekt habe ich angefangen zu tauchen und habe eine Welt kennengelernt, die mir bis dahin eigentlich gar nicht bekannt war. Und mein Bewusstsein hat sich natürlich dahingehend geändert, dass dieses Verhältnis, was man aus dem All sieht, 70% Wasser, 30% Land, in Wahrheit ein ganz anderes Verhältnis ist. Es ist nämlich das Verhältnis, und wenn man jetzt mal den Star-Regisseur Kamerun nimmt, der mit seiner Tauchglocke auf 6000 Meter Tiefe getaucht ist und auch dort Leben, in der ewigen Dunkelheit auch Leben vorgefunden hat, wissen wir, dass man die Ozeane eigentlich als Lebensraum insgesamt und nicht nur von der Oberfläche her wahrnehmen muss. Und dann verändert sich das Verhältnis. Dann verändert sich das Verhältnis nämlich von über 90% auf 10%. Also wir leben auf den 10%. Und 90% des irdischen Lebensraumes sind Ozean, Wasser. Wir wissen, dass das Meer systemrelevant ist für unser Leben hier auf dem Planeten. Und kippen Radioaktivität rein, Öl rein, Plastik, Gifte, alle möglichen Abwässer. Wir wissen das. Was vielleicht nicht so bekannt ist und worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist, dass wir über den Umweg, über die Atmosphäre, da einen eben nicht so sichtbaren Eintrag auch leisten. Und dieser sichtbare Eintrag, der ist natürlich CO2. Es gibt einen Bericht von 2006 an die Bundesregierung, da hat die deutsche Wissenschaft so einen Sonderbericht vorgelegt, der trägt den Titel Zu warm, zu hoch, zu sauer. 2006 bereits. Das, was da drin steht, ist jetzt gar nicht so bedeutungsvoll, weil was mir die Forscher, die Meeresforscher zu dem Thema sagen, ist alles überholt, es ist alles viel schlimmer. Aber zumindest diese Warnung war damals schon ausgesprochen. Ein Viertel des Kohlendioxids, das in die Luft geblasen wird, wird vom Meer derzeit noch sofort vereinnahmt. Und man kann über die Strecke, ich sage mal 200 Jahre Industrialisierung, kann man ungefähr sagen, dass jetzt etwa auf der langen Strecke inzwischen 50% von CO2 im Meer gelandet sind. Das Meer, das uns übrigens, was die Erwärmung angeht, extrem rettet, weil es unser Kühlschrank ist und auch über 90% der Wärme kompensiert. Aber auch zu schwitzen anfängt. Was passiert denn da? Das CO2 verwandelt sich im Meer zu Kohlensäure. Und diese Kohlensäure, da gibt es eben zwei Effekte. Das eine sind die Wasserstoffionen, die sind dafür zuständig, den Säuregrad zu erhöhen. Und dann gibt es glücklicherweise ein Hydrogencarbonat-Ionen. Ich nenne sie eigentlich immer Calciumcarbonat, weil ich das lässt sich leichter merken und trifft den Sachverhalt auch ein bisschen besser. Die bauen dagegen ab und die verhindern die zu schnelle, zu starke Übersäuerung. Es gibt nur ein Problem, dass eben dieses Calciumcarbonat nicht endlos vorhanden ist und sich aufbraucht und auch das CO2 im Meer nicht ständig absinkt. Es aber immer das Bestreben hat, mit der Atmosphäre an der Oberfläche, wo das beides aufeinander trifft, 50-50 ausgeglichen zu sein. So, jetzt kann man sagen, okay, dann geht uns da so ein Stoff aus, bis dahin haben wir es geschafft. Nein, das Problem ist, dieser Stoff wird benötigt vom Meer. Und zwar wird er benötigt für, und deswegen nenne ich das ja Calciumcarbonat, für die Kalkbildung. Und ganz viele Wesen im Meer sind darauf angewiesen, Kalk bilden zu können. Das sind Muscheln beispielsweise für ihre Schalen, das sind die Krebse, das ist der Krill, ein Grundnahrungsmittel sozusagen des Meeres, das ganz am Anfang der Nahrungskette steht. Und das sind natürlich
auch die Korallen. Wir wissen, dass die Korallen, zumindest die tropischen Korallen, alle unter der Hitze schon leiden. Wir wissen, dass das Great Barrier Reef 2016 50% Koralle verloren hat und 2017 von dem, was übrig geblieben ist, nochmal 15%. Und das ist etwas, was tatsächlich neu ist, dass ein Korallenriff 2 Jahre aufeinander solche Katastrophen erleben muss. Weil bis ein Korallenriff sich von nur einer Katastrophe erholt, das dauert ungefähr 15 Jahre, diese Abstände werden immer kürzer und die Schädlichkeit immer deutlicher. Und man rechnet ungefähr damit, dass ein Drittel der Meereslebewesen abhängig sind von der Existenz von Korallen. Wer Findet Nemo gesehen hat, weiß, es ist die Kinderstube für ganz viele Fischarten. Wenn die nicht mehr existiert, existiert auch der Fisch nicht mehr. Jetzt erscheinen uns diese tropischen Korallen natürlich sehr weit weg, weswegen ich auf einen anderen Korallentyp zu sprechen kommen möchte, den wahrscheinlich viele von Ihnen noch gar nicht kennen. Das sind nämlich die Kaltwasserkorallen. Die sind natürlich in den nördlichen Gebieten, da wo wir leben, zu Hause. Und die kennen wir deswegen nicht so gut, weil die sich in einer Tiefe von 200 bis 400 Meter aufhalten. Die brauchen also nicht Licht, sondern die ernähren sich anders. Nur diese Korallen bestehen auch aus Kalk. Und die Wissenschaft sagt, die werden die ersten Opfer sein, wenn eben dieses Calciumcarbonat dem Wasser entzogen ist. Und wir reden da über eine Veränderung des pH-Werts, der im Augenblick 8,1 beträgt, von 0,05 Einheiten. Und die Wissenschaft geht davon aus, dass es in etwa 10 Jahren soweit sein wird. Dann lösen sich diese Art von Korallen auf. Von den Kaltwasserkorallen sind eigentlich nur die im Nordatlantik überhaupt bisher beforscht worden, wie der ganze Meeresgrund nur zu 1% überhaupt auch biologisch erforscht wurde. Und das sozusagen, das ist ja eine unumkehrbare Geschichte. Man weiß es vom Nordatlantik, 1300 Fischarten benutzen das als ihren Lebensraum. Und im Grunde stehen wir ziemlich knapp und kurz dafür. Und jetzt will ich einfach mal so in die Runde fragen, ob ich jetzt hier was erzähle, was allen schon bekannt war. Oder also ich frage einfach mal, wer wusste schon über diese Zusammenhänge, bevor ich darüber gesprochen habe? Da sind einige Hände hochgegangen, wo ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass wir Hamburger eben doch eine gewisse Neigung zum Meer haben und uns solche Themen auch interessieren. Aber die große Mehrheit der Hände ist nicht hochgegangen, weswegen ich glaube, ganz richtig war, diese Geschichte mal zu erzählen. Und was ich mir wünschen würde, weil das ja ein Vorgang ist, der hat ja nichts mit einer politischen Farbe zu tun, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass wir da als Hamburger mit unserer Nähe zum Meer, dem Möwengeschrei in den Ohren, wie Udo Lindenberg sagen würde, sozusagen diesen Blick, wo wir doch alles andere schon so vor Augen haben, was man woanders Leuten erst erklären muss, vielleicht etwas stärker in den Fokus rücken und für die nun bevorstehenden, ob sie nun stattfinden oder nicht, Koalitionsbildung würde ich mir wünschen, dass wenn das in Ausschüsse weggegeben wird und nicht auf höchster politischer Ebene entschieden wird, dann sollte doch in solchen Ausschüssen bitte die Stimme der Wissenschaft dort zu Wort kommen dürfen. Das ist eigentlich das, was ich loswerden wollte. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.